Servus Leute, ja, ich will euch heute den dritten Teil von Noel und Noel vorstellen, nämlich die Gabe. Ja, das ist der dritte Teil, eben nach die Geburt, das sieht so aus, und das Erwachen. Das ist dieses hier. Ja. Falls ihr die beiden schon gelesen habt, lese ich euch mal hier den Buchrücken vor. Nachdem Noel einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen musste, sinnt er auf Rache und zieht mit den Drachentödern durch die Lande. Dabei kommt er seinem Ziel und damit auch Noel immer näher. Doch obwohl sich Noel der Gefahr bewusst ist, hat sie im Augenblick ganz andere Probleme. Zu allem Überfluss sieht sie sich auch noch dazu gezwungen, den Drachenberg zu verlassen, um eine Lösung zu finden. Aber zu welchem Preis? Ja, vielleicht seid ihr ein bisschen wieder durcheinander gekommen, denn Noel ist eben der Bruder und Noelle, wird sie geschrieben, ist die Schwester. Die ist mittlerweile eben auf diesem Drachenberg und fühlt sich doch dort ziemlich wohl, denn sie ist ja da mit den Drachen zusammen und es hat sich ja rausgestellt, dass sie kein Drache ist, aber ein Einhorn. Ja, da guckt er. Einhörner können sich hier ja genauso verwandeln wie die Drachen, eben in menschliche Gestalt oder eben in ihre magische Gestalt. Der Bruder Noel, er sind ja auf Rache, weil ja seine Freundin getötet wurde. Und er sich an den Drachen, die er dafür für schuldig hält, unbedingt rächen will. Und deswegen ist er mit Drachentödern unterwegs, um die Drachen zu finden und eben auch seine Schwester, seine zweite Hälfte, wie man so schön sagt. Bei dem ganzen haben wir ja im zweiten Teil schon gehört, dass die Drachenkinder bzw. die Dracheneier und deren Eltern irgendeine komische Krankheit befällt. Und die schlechte Nachricht ist, dass sich das verschlimmert und weiter ausbreitet. Und sich da auch Noel eben gezwungen sieht, irgendeine Lösung zu finden. Denn es wird prophezeit quasi, dass sie als Einhorn wohl die Macht dazu hätte, diese Krankheit zu heilen irgendwie. Ihre Freundin macht sich auch auf in einer Stadt in der Nähe, möglicherweise irgendwelche Heilkräuter zu finden und muss ja sich da dazu schweren Herzens entschließen, denn was sie dann, wenn sie da um Rat fragt, möglicherweise tun muss, ist nicht gerade sehr toll. Aber ja, um die Drachen zu retten, geht sie das in Kauf, nimmt sie das in Kauf. Derweil ist Noel unterwegs und will Drachen töten. Es kommt aber alles anders, als er denkt und auch alles anders, als sie denkt. Und auch total anders, als ihre Freundin eigentlich denkt.
Tja. Ich hoffe, ich habe es nicht zu sehr gespoilert, aber ich glaube nicht. Denn, wie gesagt, es kommt alles wieder ganz anders, als ihr denkt. Und das und so viele Wendungen in Anführungszeichen nur knapp 200 Seiten. Aber ihr bekommt schon ganz schön was, denn also die 200 Seiten, da steht ganz schön was drauf. Also das ist ja, gut Material. Also das lest ihr nicht so rucki zucki durch. Es geht zwar zügig und schnell, aber das liegt am Buch und nicht an der Kürze des Textes. Das ist der Riesenunterschied. Ihr, wenn das lest, boah, das zieht, wie ich so schön sage. Ja, das hat Zug. Ihr wollt es gar nicht mehr weglegen, weil ihr einfach jede Seite umschlagt und wollt unbedingt so schnell wie möglich wissen, wie es weitergeht. Mir ging es so wie in allen beiden Vorgängerbüchern dieser Reihe. Der dritte Teil hat mich ehrlich gesagt genau so wieder überzeugt wie die ersten beiden. Ich muss ehrlich sagen, ich fand den dritten Teil, sofern das überhaupt möglich ist, fast nochmal einen Tick cooler. Einfach weil noch mehr Nuancen aus dieser ganzen Welt herausgearbeitet werden. Ist diese unheimlich coolen Wendungen und Verstrickungen gibt, auf die du eigentlich überhaupt nicht gefasst bist und erst beim Lesen dir so, so denkst, warte mal, das ist doch jetzt die da oder der da, wie, ach Gott, so ist es und ach, was macht denn der oder die da? Und so diese, ne, verschlungenen Wendungen und Kniffe von Niki P. Kiso. Und ja, die ganze Schreibweise hat mich wieder total überzeugt. Das ist wirklich gut geschrieben. Echt richtig gut. Self-Publisher. Ich war keine Ahnung. Es ist, da gibt es auch Bücher, die halt echt nicht so der Knaller sind. Ja, aber das ist mit Sicherheit genau die andere Richtung, denn es gibt unter den Self-Publishern richtig, richtig gute Autoren und sie gehört definitiv dazu, weil die Geschichte einfach richtig geil ist. Total rund mit total viel Esprit. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so. Und eben diese Noel und Noel Geschichte, dass eben einmal aus der Sicht vom Bruder und einmal von der Schwester erzählt wird. Und es kommen hier mal wieder auch noch ein anderer Erzählstrang von einer anderen Person dazu, die es noch toller macht, einfach. Die Geschichte, wo dann plötzlich so ein Wow-Effekt noch dazu kommt und du dann denkst, ja, geil. Wow, das ist auch so ein Ding. Unglaublich viel Fantasie steckt
in dem Buch, überhaupt in der ganzen Geschichte, diese zauberhafte Welt um Noel und Noel, die Drachen, Einhörner und Riesen. Wie bewerte ich das jetzt? Ich bin sehr begeistert. Dementsprechend, ich glaube, ich habe den beiden, glaube ich, 15 Punkte gegeben. Und ich finde das fast noch einen Ticken besser. Tja, 15 Punkte. Mein Lesemonat dieses Mal ist schon echt gesegnet. Denn man liest nicht oft in einem Monat sogar zwei Bücher, mit denen man 15 Punkte geben kann. Aber tja, muss so. Falls ihr die Autorin mal persönlich treffen wollt, übrigens in 2 Wochen ist die Leipziger Buchmesse und Niki P. Kiso ist, so viel ich weiß, auch auf der Buchmesse zugange. Also vielleicht lauft ihr ja zufällig mal über den Weg. Ich freue mich schon unheimlich auf eine Begegnung mit dir. In diesem Sinne, lest mal die Geschichte um Noel und Noel. Ciao.